Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch ziemlich verspätet die Christmas Edition von Glossybox. Das liegt aber nicht an mir, sondern die kam jetzt tatsächlich erst im neuen Jahr bei mir an. Also ich glaube, ich habe eine schon kurz vor Jahresende bekommen und jetzt habe ich nochmal eine bekommen. Das heißt, ich kann eine Verlosung machen und dann habe ich gedacht, dann zeige ich die auf jeden Fall noch. Und ihr könnt die übrigens auch aktuell noch kaufen. Die sollen Wert von 189 Euro haben und ihr bekommt sie bereits mit meinem Code für nur 35 Euro. Also wenn ihr Lust dazu habt, viel Spaß und los geht's. Es ist vom Design her natürlich mega gemacht, ne? Das muss ich echt sagen. Hier kommt wahrscheinlich auch wieder so ein Flyer mit einem QR-Code. Da könnt ihr die ganzen Produkte euch nochmal anschauen. Ich gebe euch jetzt einfach einen Schnelldurchgang durch die Produkte durch, weil es ist ja jetzt nicht mehr Weihnachten und ich finde es echt ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Aber da ihr sie noch kaufen könnt, wenn euch die Produkte gefallen, meistens haben die ja jetzt eh nicht so viel mit Weihnachten zu tun und dann ist es ja vielleicht trotzdem was für euch. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal den Inhalt. Bin sehr gespannt. So sieht das aus. Hier ist als erstes ein kleines Bad drin und zwar ein Cremebad von Kneipp. Nur eine Kleinigkeit, die von Herzen kommt, mit Mandel, mit Kokosöl, mit Tonka. Also ich finde, sowas kann man auch jetzt noch sehr gut nutzen, um ein bisschen Me-Time zu machen im Bad. Finde ich richtig schön. Als nächstes haben wir hier ein Haaröl von Better Hair Symphony. Das ist die Christmas Edition. Das soll nach Orange und Zimt riechen. Ja, Haaröl kann man ja eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Bei mir ist nur das Problem, ich habe so fettige Haare, dass ich das eh nicht nutzen kann. Deswegen lasse ich es jetzt mal zu und schaue mir direkt mal an, was ich ansonsten noch hier sehe. Wow, das ist geil. Hier ist was von Elemis und zwar der Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Das ist ein richtig fantastisches Reinigungsgel fürs Gesicht. Ihr braucht nicht viel, das schäumt intensiv, es riecht super gut und ich mag es mega. Also diese Größe wandert bei mir direkt in meine Schachtel, wo ich so Travel Sizes drin habe und immer wenn ich in Urlaub fahre oder mal meine Mama besuche oder so, mal 2-3 Tage weg bin, dann greife ich da rein und dann nehme ich mir das meistens mit, weil ich liebe es einfach total und danach brauche ich es dann auf. Ihr müsst immer gucken, dass ihr solche Travel Sizes dann auch aufbraucht, dass sie nicht schlecht werden, weil die sind nur 6 Monate haltbar. Aber ich sag mal, für einen 14-Tage-Urlaub zum Beispiel reicht so eine Größe perfekt und dann brauche ich gar nichts anderes. Und dann habe ich auch im Urlaub Elemis mit dabei, finde ich persönlich mega. Und falls ihr es noch nicht kennt, habt ihr hier die Möglichkeit, das richtig toll auszuprobieren. So, dann habe ich hier eine Creme und zwar eine Lifting Cream, 5 Minuten Effekt Instant Age Back. Ich glaube, diese Creme hatte ich vor 5 Jahren auf meinem Kanal schon mal ausprobiert. Da habe ich sogar ein einzelnes Video dazu gemacht. Das funktioniert. Ihr tragt euch das auf die saubere, trockene Haut auf und dann habt ihr so ein Soforteffekt, dass die Falten verschwinden. Allerdings hält das natürlich nicht. Das ist echt cool eigentlich vor Weihnachten oder vor Silvester für so einen kurzfristigen Effekt. Aber das ist halt nichts, was bleibt. Da sind spezielle Peptide drin, auch so ein Hexapeptid und so ein bisschen silikonig ist das in der Art, ne? Und dadurch sieht das wirklich aus wie weggebügelt, die Falten. Also es ist sehr interessant. Ist ein Originalprodukt, soll einen Wert von 60 Euro haben. Finde ich ziemlich geil, dass die das in diese Box reinpacken. Wow, dann habe ich hier einen Duft drin von Narciso Rodriguez und zwar Pure Musk. Ich habe letztens diesen Rosenduft davon ausprobiert. Den fand ich ja absolut grandios, weil der wirklich anders gerochen hat als das Original. Ich mag das Original von diesem Duft, also vorher mag ich auch gerne, aber ich mag es lieber an anderen riechen als an mir. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das riecht. Ich werde das direkt mal ausprobieren. Oh, geil. Finde ich ja grundsätzlich ziemlich cool. Ich traue mich auch mal direkt aufzusprühen. Oh, oh, das ist gut. Das ist ganz schön herb. Moschus auf jeden Fall. Das heißt ja auch Pure Musk. Ich glaube, das gefällt mir auch noch ein bisschen besser als das Original, weil das Original ist irgendwie, ja, das verbinde ich mit einer Freundin und der steht das total gut und an mir riecht es irgendwie anders. Aber das riecht ziemlich schön. Das könnte eigentlich auch Unisex sein, weil das riecht sehr Unisex, muss ich sagen. So, als nächstes habe ich hier etwas für die Haare zum Stylen und zwar von Six ein paar Haarklammern und Haargummis. Das finde ich eigentlich ganz süß. Vor allen Dingen, das kann man auch ganz gut gebrauchen. So für die Weihnachtszeit war das jetzt auch nicht schlecht. Aber natürlich auch so zum Ausgehen. Ja, ich denke mal, so Accessoires sind ja nie verkehrt, ne? Kann ich immer mal gebrauchen. Also darüber freue ich mich. Dann haben wir hier eine richtig krasse Lidschattenpalette. Und zwar auch ein Originalprodukt von Illa Masca. Alleine das hätte sich ja schon total gelohnt, das auch zu verschenken, ne? Also wenn man jetzt diese Box für 35 Euro kauft,
Man hat hier zwei krasse Produkte, so, die man einfach verschenken kann. Ich zeige euch mal, wie diese Palette ausschaut. Mal gucken, was das für eine ist, ob ich die schon habe. Ja, ich glaube, die habe ich schon. Kann ich die euch nochmal gegebenenfalls separat verlosen. So schaut sie aus. Das ist die Unveiled Artistry Palette. Die ist super schön, super schön. Damit habe ich auch schon mal einen Look geschminkt. Ich hatte mal ein Full Face mit Illa Masca. Da könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich swatche es jetzt mal nicht. Das sind einfach ganz schöne Nude-Töne, die jeder tragen kann. Und auch die Pigmentierung ist toll. Die schimmernden Töne sind schön. Und vor allen Dingen finde ich super, dass die Farben halt toll zusammenpassen. Die oberste Reihe ist nur Schimmer und die Reihe ist einfach nur matt. Boah, ist ein Traum, muss ich echt sagen. Und ich glaube auch, dass das so vielen steht und so universell nutzbar ist, gerade jetzt fürs neue Jahr, finde ich einfach perfekt. Also das passt auf jeden Fall auch noch in dieses Jahr. Muss man nicht unbedingt vor Weihnachten gehabt haben, sondern damit kann man auch schöne Alltagslooks schminken. Dann habe ich hier wieder ein Originalprodukt und zwar von Iconic London, ein Lip Plumping Gloss. Und die Glosse davon sind richtig gut. Da hatte ich schon mehrere, auch in Boxen. Also ich glaube zweimal oder dreimal. Und die habe ich immer aufgebraucht, die haben mir richtig gut gefallen. Und hier habe ich jetzt eine richtig coole Farbe mit diesem Rosa. Ah, das finde ich mega, muss ich echt sagen. Da freue ich mich drüber. Ich werde den direkt mal ausprobieren. Also da ist auf jeden Fall ein Minzaroma drin, denn ich merke, das prickelt direkt. Also die Farbe ist ein Traum, gefällt mir richtig gut. Noch dazu prickelt es so ein bisschen, dann hat man so dieses Gefühl, dass die Lippen ein bisschen voller sind. Ich weiß nicht, ob die wirklich voller ausschauen, aber es fühlt sich zumindest so aufgepolstert an. Das finde ich auch immer ganz interessant und deswegen freue ich mich da sehr drüber. Es geht immer noch weiter. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch ein Produkt, aber ich habe noch ein weiteres entdeckt. Und zwar das nächste ist eine Mascara von La Vera Endless Lashes Mascara. Ja, wenn Wimperntusche ein bisschen natürlich ist, finde ich das auch nicht schlecht, weil man ja sehr nah am Auge ist und ich hatte auch schon Augenentzündungen und ich achte auch immer darauf, dass ich meine Wimperntusche jetzt regelmäßig wechsle. Deswegen freue ich mich eigentlich immer sehr, wenn sowas in der Box drin ist. Und die ist noch dazu vegan, die ist mit pflanzlichen Keratin und auch noch Naturkosmetik. Also keine schlechte Sache. Zu guter Letzt haben wir hier noch etwas von Frank Buddy. Und zwar einen Smoothing Lip Balm. Der soll einfach nur die Lippen pflegen. Und das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Denn durch diese ganzen Plumping Lip Glosse habe ich den Eindruck, dass das meine Lippen schon ganz schön austrocknet. Und gerade jetzt bei den Feiertagen hatte ich ganz häufig einen Lip Liner drauf und dann so ein Plumping Lip Gloss. Und am nächsten Tag fühlten sich die Lippen immer recht trocken an. Ich hatte jetzt aber nicht den hier getragen, sondern welche von Buxom. Und das war irgendwie sehr austrocknend, so im Nachgang betrachtet. Sieht das zwar schön aus, aber man muss die Lippen danach wirklich intensiv pflegen. Und deswegen werde ich das hier mal austesten. Ich bin großer Fan von Frank Buddy und da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Mal gucken, ob das nach irgendwie Kaffee oder so riecht, weil die sind ja bekannt für ihre Kaffee-Peelings, ne? Ich habe auch von denen so einen Lip-Scrub. Das ist übrigens auch richtig gut. Das muss ich unbedingt nochmal machen. So schaut das aus. Es ist wahrscheinlich so Lanolin. Es riecht nach gar nichts. Es ist einfach nur so ein richtig schönes, fettiges Lip-Balm, was die Lippen intensiv pflegt. Das gefällt mir, weil das kann ich jetzt tatsächlich sehr gut brauchen. Also ihr Lieben, das war's schon mit der Box. Es sind richtig coole Produkte drin. Schade, dass der Versand nicht vor Weihnachten geklappt hat, weil das wäre auch ein cooles Weihnachtsgeschenk gewesen, zumal das in so einer tollen Verpackung kommt. Aber die Verpackung könnt ihr euch ja aufheben, kann man auch nochmal nutzen, um es jemandem zu schenken. Also mir haben die Produkte extrem gut gefallen. Ich sag euch mal gerade, was meine persönlichen Highlights sind. Die Lidschattenpalette finde ich absolut grandios. Das Lip Gloss ist der Hammer. Dann liebe ich ja Elemis, das wisst ihr. Und diese Ageback Cream, ja, also die hat auch einen super Wert und die kann man halt auch schön verwenden, so kurz vorm Ausgehen. Dann Wimperntusche, Lip Balm ist auch immer eine schöne Sache. Dieses Haaröl, das muss ich halt mal austesten. Und die Spangen, die kann ich immer gut gebrauchen. Also das war es von den Produkten. Ich finde es eine mega coole Auswahl. Der Gesamtwert soll, glaube ich, über 180 Euro sein. Ich blende ihn euch einfach mal hier ein. Und wenn ihr jetzt Lust habt, die Box zu gewinnen, dann schreibt mir gerne, welches Produkt hat euch am besten gefallen. Ihr könnt auch den Hashtag Glossybox verwenden und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich drücke euch die Däumchen. Ich wünsche euch ein wunderschönes, fantastisches neues Jahr mit ganz viel Liebe, Gesundheit, Glück, Erfolg, alles, was ihr euch wünscht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das könnt ihr hier. Ansonsten gibt es hier nochmal zwei meiner letzten Videos. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.